Und willkommen zurück zu Let's Play Starbound! Ja, und zwar habe ich ein bisschen offline ein bisschen was weitergemacht und auch ein Schloss gefunden, wo ich diesen schicken Magierhut gefunden habe und noch so ein, zwei andere Dekorationssachen. Ich kann natürlich nicht alles mitnehmen. Und wir bauen jetzt hier schick am Bunker weiter. Und ich werde gleich mal... Noch ein Bett oder sogar. Was? Bett. Aber ein cooles Bett. Ich will nicht dieses... alle Scheißbett haben. Ich bin jetzt in unserem geilen Haus. Ist das ein schickes Haus. Also hast du eins? Ich guck mal gleich, warte. Dann liegt dieses Grüne. Das ist ein bisschen so Schlafsack. Hallöchen. Was da hinten das? Und ich weiß gar nicht, ob ihr diese Waffe hier schon gesehen habt. Oder die hier. Ja. Wart mal eben. Muss mal was nachgucken. Kann es sein? Ah ja, und ich habe übrigens das hier auch noch gefunden. Ich habe das hier gefunden. Geil, was ist das? Eine Armbrust. Ja. Das Kopidos Bogen. Frisst die Armbrunst des Todes. Jetzt sehe ich voll aus wie so ein... Jetzt brauche ich nur noch so schwarz anziehende Sachen, dann bin ich voll der Vampirjäger. Also hast du jetzt ein Bett? Ah, warte, ich guck mal eben. Die Fackeln tue ich wieder zurück. Nee, mein Inventar sehe ich nichts. Geh doch einfach mal hier unten gucken. Moment, ist der Timer überhaupt gestellt? Ja. Guck doch einfach bei der Dingens Deko-Kiste hier. Ja, da habe ich eine Open Gate, aber kein Dings. Okay, da sind. Obwohl, hier sind Waffen drin, Mückes. Dann vermutlich oben im Raumschiff irgendwo. Entweder in meinem oder in deinem. Klar. Wo sind die Waffen drin? In der mittleren Kiste. Okay, dann tue ich die Armbrust da auch noch rein. Hey, warum? Ist die schlecht? Ja, die ist nicht so gut wie das normale Knarre, aber so zum Schießen oder so, mal was anderes zu machen, ist die nicht schlecht. Und endlich mal Starbound. Danke, dass ihr so weit mit der Community da hinterher seid. Ihr seid die Besten. Selbst scheiße. Junge. Okay, ich mache da jetzt beim Bunker weiter. Das hier müssen wir auch noch irgendwann machen. Hoffentlich hört man mich jetzt auch in der Slay, weil ich ja jetzt das andere Mikro wieder habe. Ja, ja, man hört dich ganz gut. Man hört dich gut. Moment. Okay, das kann man eigentlich so lassen. Toi. Ich muss den Leuten noch zeigen, wie ich mit diesem hässlichen Pilz gut aussehe eigentlich. Ja, ja. Aber ihr seht doch die ganzen anderen Schwerter und Waffen. Die nehme ich mal mit und tue die auch unten in die Kiste. Machet. Mir liegt eine Knappe hier drin. So, dann machen wir das hier weg. Dann würde ich sagen, als erstes machen wir hier dann so eine Empfangshalle oder sowas. So. Vielleicht könntest du ja mal hier runterkommen und mir helfen. Ja, noch nicht. Ich bin noch mit dem Zimmer dran. Boah. Tja. Tschö. Tschö. Boah, ey. Was gibt es denn noch? Ah ja, was hatten wir jetzt nochmal mit dem Livestream gemacht? Also irgendwie bei der... Hm? Wann würden wir denn einen Livestream zum Beispiel von Starbound machen? Ja, denn wir können jetzt eigentlich schon Livestreams machen auf Twitch.de. Wir heißen da auch xlvsxx, so wie hier. Ja. Könnt da ja auch mal vorbeischauen, aber im Moment ist da noch nicht so viel los, weil wir im Moment ja auch noch keine Livestreams gemacht haben. Wie ist eigentlich Counter-Strike? Gut. Ey, lass gleich mal nach der Folge kurz was ausprobieren, ja? Was denn? Family Sharing. Was? Family Sharing. Okay, können wir machen. Dann habe ich nämlich Counter-Strike. Ja. Okay, ich muss da jetzt diese Monster
Hi. Tag, Leute. Und jeder hoch, du blöder Roboter. Mit den Engelsbügelchen. Oh. Du musst übrigens immer noch dein Zimmer fertig machen, ne? Das ist hier rechts. Habe ich dir das extra gelassen, damit du dir da wieder einfach mal stellen kannst. Ja, ja, ich mache jetzt aber erstmal das hier. Tschüss. Hier gibt's auch noch gut Plant Fibers. Plant Fibers, Lukas. Jawohl. Und vielleicht gehe ich nochmal auf den auf den anderen Planeten, wo ich diese Burg gefunden habe. Weil da gibt's auch noch ein paar Deko-Sachen. Na gut. Ah, warte. Geh mal kurz ins Wohnzimmer. Ich komme da jetzt auch hin. Ja. Ich habe was Schickes fürs Wohnzimmer. Moment, ich komme gleich. Ein gutes Bild, das du auch kennen müsstest. Komm's. Moment, ich bin gleich unten. Warte, ja, ich muss auch erstmal hochkommen. Ich kann noch eben hier mein Zimmer schieben zu Ende. Na, da steht uns ja noch einiges bevor hier mit dem Bunker. Das dann muss ich auch noch überall dann so einen Weg machen. Ja, das wird einige Zeit kosten. Hi. Bist du im Wohnzimmer? Ah, da bist du. Hallöchen. Der Sack. Nee, da kann man gar nicht rein. Ich weiß. Nee, ich dachte, da kann man rein. Oh, ich habe 69 Plant Fiber. Zeit, sich Bandagen zu machen. Oh, naja, egal. Jetzt habe ich 61 Bandagen. Tja. Tja. Bist du nicht? Ich nehme das Bettchen hier. Oh ja, guck mal, das hier habe ich noch für den Bunker. Lukas. Das sind solche Ventilatoren, die sich dann drehen. Habe ich aus dem Knast mitgenommen lassen. Aus dem Knast. Ja, komm. Junge, eins davon reicht da. Und in der, Junge, das ist eine Disco, da darf so ein Kronleuchter nicht stehen. Das ist ja keine Disco, das ist mein Schlafzimmer von mir, ich sag. Nein, das hier meine ich. Ach, das. Ja. So, ich kaufe mir jetzt eine Cola. So, ich habe mir jetzt eine Cola gekauft hier. Hä? Egal. Kommst du jetzt? Moment. Mach ich. Warte. Jetzt komm. Warte. Jetzt komm ich. Problem. Tja. Erstmal abgehen. Scheiße, Chris. Moment mal, wie viel macht der? 14? Ja, aber die Leute haben euch noch gar nicht die Dusche da oben gesehen, ne? Doch, doch, im Special. Das lade ich auch noch hoch. Warte hier, ich tue ja noch die Waffen rein. Mückes. Guck dir. Mückes, gut. Noch mehr. Jetzt komm mal. Ich setz mich so lange schon mal ins Wohnzimmer. Gut. Irgendwie so ein Schrottwohnzimmer im Vergleich zu unseren Zimmern. Was ist es denn jetzt?
Hä? Tja, da hast du wohl verloren. Wo ist das denn jetzt? Schön. Wo ist das Scheißwohnzimmer? Hier, da mit dem Klo. Hauptsache, das Haus ist so riesengroß und es gibt nur ein Klo im ganzen Haus. Ja, ja. Ob ich es hier irgendwo hingetan habe. Ja, da ist es. Ich habe es in mein Raumschiff reingetan. Jetzt mach mal bald hier deine blöde Wohnung zu Ende. Ja, Junge, ich mach ja. Wart mal im Wohnzimmer auf mich. Ich komme jetzt. Hi. So, jetzt können wir hier schon mal eine Tür reinmachen. So. Das hier wird einfach gar nichts. Ja, ein kleiner Zwischenraum. Mit Luft. Was machst du da? Junge, wie hast du das hier denn gebaut? Ja, Junge. Wie soll man dann hier reinkommen? Ja, keine Ahnung, der Sound, der ist gleich eine Leiter hoch. So, ja, hier genau. Mit. Ah, warte, ich mach das. Ich weiß nicht, was das hier laden soll, aber... Irgendein Raum. Den wir zusammen benutzen können, auf jeden Fall. Okay, jetzt komm. So, hier ist die Klimaanlage. Lass das so als so eine Art Abstellraum machen. Ja, ja. Warte, dann bring ich noch ein paar Sachen mit. Wir müssen da Truhen hinmachen. Warte, ja, ich bring die ganzen Kisten mit. Mach da mal Regale hin, warte mal. Ah, das passt auch noch super dazu. Nein, mach keine Regale. Ich hab das perfekt. Ich hab die perfekten Sachen dafür. Okay. Das hier auch. Das hier ist auch super dafür. Vielleicht das. Das muss ich auch noch mitnehmen und da aufstellen. Haben wir sonst noch irgendwas? Das tue ich in die Waffenkiste. Ansonsten, das nehme ich auch noch mit. Gut, dann komme ich jetzt. Oder warte, ich gucke nachher, ob in deinem Raumschiff noch irgendwas Gutes dafür ist. Ja, da sind auch noch ein paar Kisten. Ich habe auch noch in meinen Inventarkisten drin, falls du die brauchst. Ja, wir stellen die da einfach erstmal auf und gucken danach. Okay, ich komme jetzt. Oh, da fällt mir ein, ich muss mich mal heilen. Wie lange dauert die Folge bitte noch? Junge, 15 Minuten sind das halt immer. Die kommt mir aber schon voll lange vor. Ja, tut man es immer am Anfang. So, und jetzt mit einem hübschen Satz... Oh nein!
Und damit ist die Folge schon zu Ende. Zu tot? Nein. Es wäre lachhaft. Ja, okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Let's Play Starbound. Ciao Leute und bis dahin.